Willkommen zurück zu Dicey Dungeons und heute ist der endlich wieder mal da, der kleine Hofnarr. Auch er soll sich heute seiner Eliminierungsrunde stellen. Das bedeutet bessere Gegner, denn die haben 10% mehr Gesundheit als sonst, sowie verbesserte Ausrüstung. Begrüßen wir den Hofnarren mit einem verhaltenen Applaus. Das wird ihm alles noch so leid tun. Schauen wir mal. Ich bin recht optimistisch, weil mit dem spiele ich ja schon recht gerne. Dieses Kartenstapelsystem macht mir eigentlich schon viel Spaß. Daher hoffe ich, dass wir hier gut durchkommen. So, weiter geht's. Also es ist ja wirklich alles identisch zu der ersten Episode des Hofnarren. Das Einzige, was sich eben hier ändert, sind die Gegner, dass die mehr Kraft haben, dass die schwerer zu besiegen sind. Und auch wenn das immer nicht so arg rüberkommt mit diesen 10% mehr Gesundheit, das kann sich durchaus ziehen. Und die verbesserte Ausrüstung natürlich. Die ist hier schon hin und wieder ganz happig. So, bye bye Frosch. Das tut mir leid, aber dein Auftritt heute bleibt ziemlich kurz. Ich wäre dafür, dass wir uns den Starkstrom sowie die Summe holen. Denn ja, das ist natürlich alles ganz nett mit dem Verbrennen, aber hier könnten wir sogar noch einen Würfel zurückerhalten. Mal sehen. Die zweite Ebene. Und da ist ja auch schon der ideale Gegner für uns in dem Falle, der Stereokopf. Den werden wir auch zuerst bearbeiten. Okay, Startstrom ist auch schon da. Ich würde natürlich mich aber freuen, wenn es möglich wäre, dass wir hier schon direkt ihn einmal schocken. Denn dann gäbe es gleich die Möglichkeit, den Würfel zurückzuerhalten. Wir werden also ein wenig noch uns gedulden. Na gut, mit seiner Schwächung ist das natürlich fies. Da macht Starkstrom fast keinen Sinn mehr. Okay, was soll's. Wir nehmen Schnippschnapp. Aktivieren gleiche Karten. Was hierbei ganz gut läuft. Und noch ein weiteres Mal. Immerhin muss er nun sich für eine einzige Attacke entscheiden, weil beide ja schon gerade, na, wie heißt es, beansprucht wurden. In Ordnung. Damit kommt der Summer gleich nochmal zum Einsatz, wobei lohnt sich das noch, wenn er nur 2 Lebenspunkte hat? Eigentlich auch nicht. Aber gut, was soll's. Es wäre auch zu schön gewesen, wenn so eine neue Karte, der Starkstrom, gleich einen wunderbaren Auftritt gehabt hätte. Aber naja. Großes Finale ist mal wieder eine finale Karte. Spiele jede Karte vorher in einem einzelnen Zug, bevor du diese Karte benutzen darfst. Und dann gäbe es nämlich einen Countdown von 20 und man würde dem Gegner 15 Schaden machen. Ich wähle die mal, weil wir sie wirklich bis zum Ende nicht sehen. Okay, ich heile mich mal trotzdem und gehe dann zum Baby-Tintenfisch. So. Eine kleine Heilung. Dann werden wir die Meeps ablegen und nochmal Tröd ausspielen. Das läuft ganz schön happig, aber okay.
So. Dann haben wir die Summerbeide parat. Und werden die mal in der nächsten Runde ausspielen, denke ich. Ja, das ist ideal für Schnippschnapp. Jetzt werden die beiden Summer aktiviert. Wir probieren mal Starkstrom. Ja, immerhin. Wir haben den Würfel eben zurückgehalten. Weiter geht's. Und das war doch ganz schön. Na gut, Level Up ist gewährleistet. Duplikat haben wir bekommen. Und wir schauen mal an, was wir hier verbessern können. Eigentlich würde mich der Starkstrom mal interessieren. Ja, da würde man es hochsetzen auf 5. Okay, dann nehme ich lieber das Duplikat, um jeden Würfel prinzipiell zu verdoppeln. Und nun kommt die Baumnymphe ran. Okay, wir haben den Jonglierball gleich hier. Dann würde ich vorschlagen, Süßkram wegnehmen. Und dann werden ein paar Tröze ausgespielt. Passt schon. Naja. Na gut. Wir benutzen den Summer, legen die Meeps ab, werden Duplikat für die 4 benutzen. Nochmal, nochmal. Tröd bespielen, die Meeps weglegen und dann geht es wieder auf ein weiteres Tröd. Ist okay. Na klar. Gut, benutzen wir Schnippschnapp auch für sie, damit sie relativ zügig fortgeht und uns nicht noch mehr Zeit und Nerven raubt. Duplikat für die 6. Ja. Ja, und damit ist es auch rum. Sehr gut. Wir heilen uns einmal und gucken uns an, was es hier gibt. Spachtel ist immer wunderbar, kann man meistens sehr gut verwenden. Dann gäbe es hier noch den Hammer zu kaufen und Karten zu zerstören. Also eine Karte werde ich auf jeden Fall zerstören. Und ich glaube, es wird... einmal Meep sein. So, und dann kaufe ich den Hammer. Weiter geht's. Die Ebene 3 hat einen Zauberer dabei, ein verfluchtes Gefäß sowie einen Schlüsselmeister. Ich würde vorschlagen, erstmal der Zauberer, damit wir hier noch einen Zugriff hätten auf die Heilung. Im schlimmsten Falle. Die Meeps werden abgelegt. Der Süßkram ebenso. Jonglierball. Wir nehmen den Spachtel für die 1 und haben so jetzt 3 Sechsen parat. Ich nehme Tröd. Tröd. Ablegen. Und der Hammer kommt rein. Immerhin. Vermutlich wird es nicht reichen, aber egal. Und er holt sich lieber einen weiteren Würfel, anstatt anzugreifen. Okay. Seine Entscheidung, würde ich mal sagen. Wir duplizieren die 3. Wir benutzen den Summer und holen den mit Starkstrom uns unsere 3 zurück. Legen alles ab. Jonglierball. Wir wenden die 5 zu einer 2, damit der Süßkram weggenommen werden kann. Nochmal. Und wir schocken durch den Summer eine weitere Karte.
Oh, ich bin so blöd. Ich hätte den Hammer nutzen können und der wäre weg. Egal. Ich müsste mal mehr aufpassen, aber ist okay. Manchmal bin ich dann doch zu sehr in Gedanken und achte nicht mehr auf alle Details, aber der Schaden ist generell minimal. Kessel wird mitgenommen und wir gehen nun gegen das verfluchte Gefäß vor. Ohne vorher zu heilen. Mal sehen, ob das eine kluge Entscheidung war. Ich nehme... ich dupliziere die 6. Drehe die 2 um. Nee. Ich drehe noch gar nichts um. Ich nehme die 2 in den Kessel. Spachtel für... die 5. Einmal wird Miep gespielt. Ich heile mich ein bisschen. Nutze den Summer. Die 2 geht rein. Die werden abgelegt. Und dann nochmal Miep. Naja, ist nicht super gelaufen, aber auch nicht so schlecht. Oh, der hat aber heftige Würfel. Naja, gut. Ich bin noch vorsichtig optimistisch. Jonglierball bitte. Die 6 für den Hammer natürlich. Und als nächstes schocke ich ihn nochmal. Und heile mich wieder ein wenig. Naja, aber er kann trotzdem Giftrauch mir jetzt machen. Testrauch. Alter! Übertreib halt. Ja, schnipp, schnapp, bitte. Leichte Heilung. Okay, er hat noch 7. 7, 7, 7. Ja, das kriege ich aber nicht raus. Also heile ich mich lieber nochmal. Und greife ein bisschen an, aber ich hoffe, es reicht. Ja, das wird enorm knapp. Meine Güte. Sehr schön. Gut. Das verfluchte Gefäß konnte uns nicht niederringen und wir können nun entweder Krieger als Karte nehmen. Damit kann man Kriegerschlag auslösen, 6 Schaden plus 1 per Tröd. Oder aber Erfinderin, dopple die nächste Karte. Und ich finde Inspiration durch Erfinderin besser, weil wir damit oftmals auch die Möglichkeit haben, Schnippschnapp effektiver zu nutzen, also unsere Limit-Attacke. Hier ist noch ein weiteres Mal der Jonglierball dabei. Das finde ich gut. Das nehmen wir mit rein. Schlüsselmeister. Tja, okay, okay, okay. Dann geht die 5 auf... nee, die 1 geht auf Miep. Die 2 in den Jonglierball. Ja, naja, naja, naja. Schauen wir mal, was hier noch möglich ist. Da bin ich froh, dass ich hier nicht Schnippschnapp aktiviert habe. Das wäre ja blöd gewesen. Also wenn er in die zweite Runde kommt, wird es vermutlich ein bisschen wehtun. Weil ich noch nicht sehe, wie wir ihn hier effektiv eine reinhauen können. Ja, okay. Summer. Dann nochmal Starkstrom. Kessel probieren. Ja.
Wobei, wir können mit der Erfinderin jetzt den Spachtel verdoppeln, den umdrehen und damit den Hammer benutzen. Also vielleicht bleibt uns ein bisschen Glück über, wenn er jetzt das Schloss, was er hier mit der 4... Na, nee, schade. Aber immerhin kann er seine 1, seine Schlüsselklinge da nicht benutzen. Ist also immer noch alles wie im Anfangsstadium bei ihm. Hat ja auch schon mal was. Dann wende mal die 4 und benutze den Jonglierball. Anschließend nutzen wir Tröd, der Summer, Jonglierball. Ja, es reicht halt nicht. Also gut, dass er kein weiteres Schloss ausschließen konnte, aber es tut weh. Ja, okay. Süßkram. Und jetzt muss ich ihm eigentlich den Schaden fast machen, oder? Obwohl, naja, nee, Erfinderin. Verdoppel mal die 4. Verdoppel mal die 4. Dann kann ich wenigstens nochmal Süßkram nutzen. Und dann ist der Hofnarr nicht mehr ganz so arg kaputt. Gut. Naja. Immer auf die Heilungsmöglichkeiten hier achten. So, das passt. Dann gucken wir uns mal an, was der Store noch hat. Naja, nee. Gut, Ebene 4 dann. Wir können gleich von Anfang an etwas kopieren. Das finde ich gut. Und das werden wir für Duplikaten nutzen. Wir brauchen nämlich mehr Würfel. Und damit geht es erstmal zu dem Panzerkäfer. So, wir doppeln. Und nehmen Schnippschnapp gleich mit rein. Sehr gut. Jonglierball können wir uns mal aufheben. Damit wir das hier auch gleich wieder aktivieren können und damit mehr Würfel erhalten. Miep bitte einmal rausnehmen. Die 6 für den Hammer. Zweimal Süßkram. Dann Kessel benutzen. Duplikat natürlich. Wir kriegen 2 Sechsen mit rein. Wundervoll. So, wir nehmen einmal natürlich den Summer mit raus. Wir hauen Tröd mit rein. Starkstrom benutzen wir zwar, aber ich hatte leider keinen guten Würfel mehr dafür. Dafür sehen wir das große Finale in Aktion. Und die Runde ist damit durch. Wir haben alle unsere Dinger hier mal ausgespielt. Er ist leider nicht tot, aber ordentlich geschockt und ziemlich nah dran. Okay, gut. Das ist passabel. Einmal Tröd bitte. Die Meeps werden weggelegt. Ich möchte nämlich ganz gerne wieder versuchen, noch ein bisschen eine Heilung uns abzuholen. Kessel, Heilung und Hammer. Ene mene Würfel, ich riech das Blut von einem Würfel. Und ich riech das Blut von einem Panzerkäfer, also hau ab. So ein kleines Großmaul hier. Sehr schön. Hey, mein Freund, darf ich dich so nennen? So langsam kennen wir beide uns ja richtig gut, nicht wahr? Auf jeden Fall. In der 24. Episode unseres Dicey Dungeon Let's Plays darfst du mich gerne deinen Freund nennen. In Ordnung, also schubsen weiß ich nicht, sehe ich nicht als so döll an. Spiegelhalle wäre interessant, aber ich habe nicht immer Sechsen parat. Schaufel, ja, ich lass das mal. Wir müssen hier in einem Spielfluss bleiben, da die Karten rauben uns zu viele Würfel. Wir haben keine doppelten von denen, also keine zweite Version. Und ich weiß immer nicht, ob wir die so schnell bekommen werden.
Duplikat für den Würfel. Wir nehmen mal das Meep. Dann der Sek, die 6 auf den Hammer. Ich schocke ein weiteres Mal. Ja, Inspiration für Tröd ist okay. Und Tröd. Zug beenden. Dann sind seine beiden Attacken wenigstens geschockt und mal sehen, wofür er sich entscheidet. Okay, er blendet lieber. Ja gut, das verwundert mich ein bisschen, aber ist in Ordnung. So, Tröd ausspielen, damit wir die Meats weghauen können. Ich dupliziere mal die unbekannte Karte. Spachtel auf die 1, damit wir eine 6 haben. Okay. Die unbekannte, der unbekannte Würfel war also besser als eine 3. Dann probiere ich mal. Ah, es ist leider auch ein ungerader Würfel. Also geht nicht so viel. Es ist also eine 5. Und damit können wir hier gerade nichts tun. Na gut, schade, aber was soll's. Ordentlich. Dann gucken wir mal. 20 müsste er noch wegbekommen. Einfach mal Jonglierball verwenden. Okay, Tröd geht auch nicht. Das heißt, die Karte, der Würfel ist unter 3 gewesen. Wir nehmen jetzt zweimal den Kessel. Einmal Hammer. Ja, viel ist hier nicht zu holen, ne? Oh, okay. Immerhin. Verdopple den Würfel, verdopple den Würfel. Das könnte noch was werden. Ich bin ja begeistert. Ja, schön. Ich laufe auf immerhin Notstrom. Was erwartest du denn? Ja, deswegen hast du verloren, ich weiß. Ist eine gute Ausrede. In dem Booster Pack befinden sich perfekterweise viele Summer und ein weiterer Hammer. Summer haben wir ganz schön viele zwar dadurch, aber den weiteren Hammer können wir gebrauchen. Ich hoffe, es ist jetzt nicht zu viel, aber ich bin mir unsicher. Können wir hier eine Karte zerstören? Nee. Mal sehen. Die Krake. Einmal also den Hammer gleich benutzen. Wobei... Ich mach's anders. Ich nehme einmal Tröd und Süßkram. Damit sind die zwei Hammer jetzt sichtbar. Schnippschnapp. Er ist damit geschockt. Ich nehme Starkstrom, erhalte die 3 zurück. Ich dopple Tröd. Schnippschnapp. Ich wende die 3 zu einer 4. Nehme Kessel in Anspruch. Nee, ich dupliziere erstmal. Dann nehme ich den Kessel in Anspruch, erhalte wieder eine Karte zurück. Das ist diesmal eine 3. Die könnte ich für den Jonglierball benötigen. Dann mache ich also nochmal Schnippschnapp, schockiere ihn weiter. Jonglierball. Und jetzt kommen wir so langsam in eine schlechte Lage. Ich heile mich mal. Nehme wieder Tröd. Und jetzt haben wir nur noch Meeps und Summer gerade aktuell. Ja. Ja. Ja, schade, es wird nichts mehr, aber es war ganz gut ausgespielt, finde ich. Sehr schön. Mal wieder Flüche und Blendungen. Die sind ihm lieber scheinbar als... Ja, dass wir hier physischen Schaden bekommen, wenn er meint.
Okay. Ich hoffe ein bisschen, dass wir noch ein weiteres Duplikat erhalten. Deswegen, ja, gehe ich hier gerade auch mal schlechtere Sachen ein. Okay, es ist keine 3, also es ist eine 2 oder 1. Ja, ich habe nicht mehr viel Möglichkeiten. Schade, dann heile ich mich mal. Ein bisschen blöd, weil ich nichts von ihm jetzt schockieren konnte und der uns damit echt viel angreifen wird. Passt schon. Er konnte alles ausspielen, aber er hat auch nur noch 3. Ist nicht so wild. Ein Tröd und er ist weg. Das Level Up ist sehr schön. Wir können uns nun aussuchen, die Borg die Ausrüstung durch Grabscher. Roboter, erhalte eine zufällige Ausrüstung durch Spielautomat oder zerstöre eine Karte. Und ich denke, ich bin heute mal vernünftig und zerstöre einen Summer. Denn davon haben wir 4 Stück, 3 reichen aber aus. So, Verbesserung für... Ja, welche Karte wäre denn schön zum Verbessern? Tja, ich bin mir unsicher. Wie sieht es denn bei großem Finale aus, dass man nur noch 12 bräuchte, aber dass man in diese süße Lage kommt, das zu verwenden? Das ist so selten. Daher sage ich den Spachtel, damit wir ihn häufiger verwenden können. Das ist auch nicht schlimm. Solange wir einen Würfel haben, kriegen wir Spachtel immer weggespielt. Ebene 5. Weigling zuerst, dann Verdopplung nach dem Papierkrieger und dann, ja, müssen wir mal sehen. Also Schreckenswolf und Sängerin sind beide ordentlich als letzte Gegner dieser Ebene, aber egal. Okay, wir verdoppeln den Spachtel, nehmen die 6 für den Hammer. Und genau das meine ich. Wir können jetzt prinzipiell die ja immer wieder verwenden. Wir haben hier 5-mal die Möglichkeit. Das ist nicht verkehrt. Brauchen wir jetzt natürlich nicht, weil wir beide auf einmal haben. Können wir also ablegen. Damit kommen wir ans Duplikat. Das verdoppeln wir. Jonglierball. Meeps gehen weg. Haben wir jetzt für alles nicht so viel die Möglichkeit. Wir können den Summer halt nicht ausspielen und damit ist die Zusatzfähigkeit des Starkstroms blöd. Daher Summer weg, Jonglierball, Kessel und dann schocken wir ihn nochmal. Der war ja schon einmal geschockt, ich habe wieder nicht aufgepasst, ne? Okay. Ja, also zusehen, dass wir ihn jetzt mit Schnippschnapp irgendwie demolieren können. Das wäre meine Hoffnung. Aber keine Ahnung. Hammer bitte. Ach, ist das blöd. Das hat sich so gar nicht gelohnt. Aber okay. Beide sind geschockt. Das ist ja auch wieder ganz nett. Trotzdem kann er wieder seine Weidenrute in einem Zug ausspielen. Also, Weigling. Fies. Ja, und Jonglierball hängt hier jetzt rum. Hilft nichts. Nochmal. Wenn wir ihn in dieser Runde loswerden müssen, dann brauchen wir jetzt wieder nämlich Würfel.
So. Ja, und weg ist er. Trotzdem ärgerlich, dass er uns so viel Lebensenergie hier geraubt hat. Ich hoffe aber, dass wir das jetzt trotzdem realisiert bekommen. Papierkrieger, bitte. Wir haben leider kein Feuer oder so. Wir kopieren die 5 zweimal hintereinander. Jonglierball. Ja, wir machen jetzt auch, wenn es nichts bringt, den Hammer zweimal. Röd kommt weg, ein weiteres Mal Jonglierball. Spachtel für... Eigentlich vollkommen egal. Ich will eigentlich nur wieder weitere Möglichkeiten haben, hier zu interagieren. Daher rüber da. Schockier mal. Ja, und dann ist das halt so. Ich brauche sofort wieder eine Heilung. So, unglaublich. Ja. Ich möchte nämlich eine 1 haben, damit ich den Jonglierball gleich benutzen kann. Obwohl, es geht ja auch anders, sehe ich gerade. Schnippschnapp, bitte sehr. Ja, okay, den Summer aktivieren, Startstrom, dann wieder Schnippschnapp. Wir müssen uns jetzt zu den Duplikaten retten. Deswegen Süßkram und Tröd. Wir haben jetzt zwar keine Karten mehr, können aber Duplikat durch Schnippschnapp automatisch aktivieren. Haben dadurch, weil er denken würde, dass wir eine 6 reingeben, wieder 2 hoch. Karte 2 Sechsen bekommen. Daher alles super hier. Meine Güte. Sehr schön. Aber die sind so stark am Ende. Eine weitere Heilung bitte. Und wir kopieren. Ja, was kopieren wir denn? Eigentlich, also entweder Erfinderin oder Duplikat. Ich glaube, Duplikat ist die beste Möglichkeit dafür. Und wir gehen gegen die Sängerin zuerst vor. Ja, dopple das Duplikat. Und dann holen wir uns ganz viele Sechsen. Wir legen die Summe ab. Obwohl es gut wäre, die zu haben, aber ich weiß es einfach noch nicht, wie schnell wir hier weiterkommen. So. Wir doppeln noch einmal die 6. Tröd. Summer. Wir nehmen... Wir legen den Süßkram ab und nehmen zweimal den Hammer. Okay, Tröd, Tröd und noch einmal Miep, weil sonst geht ja nichts. Das ist ziemlich viel Schaden für die erste Runde gewesen, ohne ein Schnippschnapp. Ich hoffe, wir kommen damit durch. Also wenn sie jetzt in der nächsten Runde weggehen würde, das wäre schön. Ja, was soll ich denn damit jetzt anfangen? Ich werde Starkstrom nehmen, um die Tröds wegzukriegen. Ich werde
den Spachtel verwenden für die 6 oder... Nee, warte mal. Jonglierball erstmal. Dann Hammer. Und... nochmal Hammer. Weil ich denke, sie greift uns jetzt an und dann können wir Schnippschnapp verwenden und die zwei Süßkramen dann aktivieren. Ja, ja, das wird so kommen. Sehr gut, sehr, sehr gut. Das passt schon. So, weg mit dir. Wir drehen die 4 um. Und greifen an, was das Zeug hält. Ja, ist eh egal. Sie ist eh gleich weg. So. Okay. Dann kommt es nun darauf an, der Schreckenswolf. Wie bösartig ist er heute? Reicht das mit 19 Lebenspunkten? Aber andererseits, mit 19 Lebenspunkten brauche ich auch nicht zum Boss gehen. Daher, Daumen drücken ist angesagt. Das fängt nicht gut an, aber immerhin haben wir Duplikat ein paar Mal da. Das heißt, ich werde die 5 natürlich mehrmals kopieren. Ich werde die 3 umdrehen und eine 5 in den Kessel geben. So, die 2 in den Spachtel. Okay. Tröd, tröd. Summer. Ich verdopple die 4. Gebe das in den Starkstrom rein. Den Hammer mit der 5 und dann kann ich nämlich die 2 Jonglierbälle ablegen, weil ich habe ja nichts, was klein genug wäre dafür. Und nun einmal Hammer und einmal Heilung. Ja. Ah. Ja, es geht alles auf die Klauen rein, klar. Aber immerhin nicht genügend Handlungsspektrum, Handlungsspielraum, um mich zu verfluchen. Das ist okay. So. Wir müssen uns bis zu dem zu Duplikat eigentlich vorarbeiten. Das heißt, einmal werde ich Miep spielen. Dann werde ich einmal, ja, Süßkram, eigentlich eher Süßkram, oder? Ja, Süßkram. Mit Duplikat den 6er-Würfel verdoppeln, Summer wegnehmen, Hammer ausspielen. Und jetzt habe ich ein Problem. Was mache ich jetzt? Heilen oder Tröd? Ich glaube heilen. Immer mehr ein bisschen auf die Heilung gehen jetzt. Ich hoffe, das ist die richtige Entscheidung. Keine Ahnung. Nein, 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 nein. Oh mein Gott. Ich muss jetzt gewinnen. Und ich bin verflucht. Das ist nicht gut. Oh mein Gott, nein. Wie... Ja, wenn es jetzt der Jonglierball nicht wird, dann habe ich ein Problem, ne? Wenn der weg ist, habe ich ein arges Problem. Verdoppel die 4. Hau ihn mit dem... Mit Tröd? Nee, mit der 4, ja. Mit der 4 auf den... Auf... Hammer oder Tröd, Hammer oder Tröd, ich weiß es nicht. Ist eigentlich beides blöd. Aber egal. Ja, nimm den Hammer.
Ja. Dann der Summer. Dann nimm den Jonglierball. Starkstrom. Und jetzt... Schnippschnapp. Damit werden die beiden Tröts ausgespielt. Es klappt noch. Ganz knapp, aber es klappt. Meine Fresse. Ich krieg die Krise hier bei diesem Spiel. Dopple die nächste Karte. Die 1 mit dem Spachtel umdrehen. Und Tröt. Jawoll. Leute. Aua. Das ist mir alles viel zu knapp hier. Aber okay. Wir haben es geschafft. Ebene 5 ist abgeschlossen. Also gehen wir zum Bosskampf. Und es ist... Buster mal wieder. Schön. Den haben wir schon länger nicht gesehen. Gut. Schauen wir uns an, was das wird. Naja. Oh, ich war am Schlafen, aber jetzt... Jetzt bin ich wach. Hallo, hallo, ich bin wach. Na los, kämpfen wir. Der kleine Hausdrache der süßesten Art begrüßt uns schon sehr, sehr freundlich heute. Und dann werden wir mal die 6 verdoppeln. Tja, ist ein bisschen die Frage. Schock ist natürlich schön und gut, aber er hat eh 4 verschiedene... Also 4-mal dieselbe Attacke, daher ist das gerade noch nicht so wichtig. Wir sollten am Anfang eher gucken, dass wir ihn öfter hauen. Also einmal Hammer. Dann den... Ich mache jetzt eigentlich zwar Süßkram, aber eigentlich will ich das ja gar nicht. Nee, wisst ihr was? Wir nehmen Summer. Wir duplizieren... Nee, das machen wir in der nächsten Runde. Ja, wird schon passen. Wird schon passen. Ich habe es eigentlich ein bisschen dumm gemacht. Es war nicht so, wie ich wollte, aber es ist egal. Gut. Dann werden wir die 6 verdoppeln. Dann wird die 1... Wobei, wenn wir später... Ich werde es mal so drehen, dass wir mehrmals Möglichkeiten haben, um später Jonglierball vielleicht noch zu nehmen. Dafür brauchen wir also 2, die unter 3 sind. Gleich oder 3. Oder unter 3. So, Süßkram. Jonglierball. Jetzt wird gemiebt. Inspiration. Mit dem schönen Hammer angegriffen. Starkstrom, damit bekommen wir die 2 zurück. Schnippschnapp, wunderbar. Wir haben jetzt sehr viele Optionen. Das macht sich gut. Dann wird das ebenfalls noch... Obwohl, nee, das kann er selber gleich machen. 3-mal Summer, bitte. Ja, perfekt. Wir heilen uns noch ein bisschen und... greifen ihn mit einem großen Finale an. Auch wenn es ihn noch nicht niederstrecken wird, bin ich sehr optimistisch, dass wir ihn in der Runde danach weggeballert bekommen. Er kann uns auch nicht... Oder kann er? Nein. Er kann uns in dieser Runde, selbst wenn er alle bespielen könnte, hätte er uns nicht alle Lebensenergie rauben können. Sehr schön. Das war ein schöner Abschluss, finde ich. Ja, bye bye. Damit ist Buster für heute Geschichte, aber keine Sorge, ihm geht es bestimmt gut und wir werden ihn nochmal sehen. Oh, willst du schon wieder drehen? Na klar doch, schauen wir mal, ob du gewinnst. Alles ist möglich, ist ja nicht so, dass irgendjemand hier absolute Macht über das Glück hätte. Ja, ja. Na gut. Oh, Moment. Doch jemand tut es. Ich habe die absolute Macht. Ist das nicht nett? Das mag sein, aber dafür haben wir sämtliche Eliminierungsrunden heute
bezwungen und 3 verschiedene Trophäen freigespielt. Nämlich: Für die Aufgaben benutze eine finale Karte, verursache 5 Schockschaden oder mehr Schock in einem Zug und beende alle 6 Eliminierungsrunden. Dann gucken wir uns die mal an. Benutze eine finale Karte, einsammeln. Der Schlüsselmeister. Lieblingsessen: Artischocken, Granatäpfel, Kokosnüsse. Beste Karaoke: Locked Out of Heaven. 6 Dinge, ohne die du nicht leben kannst: Meine Dietriche. Grund, aus dem du das Dungeon betreten hast? Wo findet man schon bessere Schlösser als in einem richtigen Dungeon? Ja, da hat er ein Argument. Verursache 5 Schockschaden oder mehr Schock in einem Zug: Aurora. Grund, aus dem du das Dungeon betreten hast? Na, um den Klimawandel aufzuhalten. Ist das nicht der Grund, aus dem wir hier alle sind? Habt ihr etwa andere Wünsche? Also das ist irgendwie unverantwortlich. Wo sie recht hat, da wird die wirkliche Wahrheit, die Realität, einfach mal gnadenlos gedroppt. Und beende alle 6 Eliminierungsrunden ist mal wieder das Skelett. Hobbys: Puzzles. Haustier: 2 kleine Skeletthamster, Tibia und Fibola. Geheimnis: Hat einen seiner Fingerknochen vor Jahren verloren und mit einem Wattestäbchen ersetzt. Grund, aus dem du das Dungeon betreten hast? Ich wollte nur einen Tag als fleischliches Wesen leben. Tja, ob dieser Wunsch dir jemals gewährt werden wird, weiß ich nicht. Aber ich weiß, dass wir ab der nächsten Folge uns um die 5. Episoden kümmern werden. Und ich bezweifle, dass das einfacher wird als die Eliminierungsrunden. Aber ich freue mich schon. Macht's gut!